Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Heizkörper richtig reinigt. Um eure Heizkörper richtig zu reinigen, solltet ihr diese erst einmal abmontieren. Dazu habe ich euch bereits ein anderes Video gemacht, was ihr hier oben anklicken könnt. Danach solltet ihr das Staubgitter herausnehmen, indem ihr zuerst einmal das Thermostat abschraubt. Dazu dreht ihr an dem unteren Ring und zieht es einfach nach oben weg. Als nächstes macht ihr die Seitenklappe ab oder ihr zieht es einfach heraus. Um die Seitenklappen zu entfernen, müsst ihr hier unten einfach nur das ein bisschen rausziehen und den Mechanismus nach oben drücken. Ihr seht, da könnt ihr ganz einfach die Seitenklappe hier oben abnehmen und müsst sie dann auch noch hier, nur noch hier oben ausklinken. Somit könnt ihr dann auch hier innen drin richtig schön sauber machen. Wenn ihr euch das aber sparen wollt, könnt ihr, wie gesagt, hier unten einfach ein bisschen ziehen und schon löst es sich oben und ihr könnt es herausnehmen. Nun seht ihr, dass sich hier innen drin jede Menge Staub befindet. Auch hier unten befindet sich sehr viel Staub. Nun nehmt einen Kercher oder ein anderes Wasserspritzgerät und fangt an, es von innen zu reinigen. So macht ihr das dies von beiden Seiten, sowie die Vorderseite und Rückseite. Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und abonniert auch gerne meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Am besten aktiviert ihr dazu noch die Glocke. Bis bald!